Das ist Dominik und Luisa. Heute machen sie einen Sehtest in der Schule. Dominik führt den Sehtest zuerst durch. Beim Test kommt heraus, dass Dominik in die Weite nicht mehr gut sehen kann. Das nennt man auch Kurzsichtigkeit. Der Optiker erklärt ihm sein Problem und zuerst das Auge. Erstens, das ist die Lederhaut. Sie dient als Schutz des Auges. Zweitens, das ist die Aderhaut. Sie dient für die Versorgung der Netzhaut mit Sauerstoff. Drittens, das ist der Schlemmkanal. Er dient für den Transport des Kammwassers. Viertens, das ist die Iriswurzel. Sie ist ein Bestandteil der Iris. Fünftens, das ist die Hornhaut. Sie schützt das Auge und bricht das Licht. Sechstens, das ist die Regenbogenhaut. Sie dient für die Regulierung des Lichteinfalls in das Auge. Das ist die Pupille. Sie reguliert den Lichteinfall auf die Netzhaut. Achtens, das ist die vordere Augenkammer. Sie ist ein Hohlraum, welches mit Kammerwasser gefüllt ist. Neuntens, das ist die hintere Augenkammer. Das ist auch ein Hohlraum mit Kammwasser. Zehntens, das ist der Ziliarkörper. Er ist für die Aufhängung der Linse verantwortlich. Elftens, das ist die Linse. Sie bündelt das Licht, welches durch die Pupille ins Auge geht. Die Linse ist elastisch und kann sich deshalb gut an nahe und entfernte Gegenstände anpassen. Zwölftens, das ist der Glaskörper. Er gibt dem Auge Stabilität. Dreizehntes, das ist die Netzhaut. Die Netzhaut leitet das Licht an den Sehnerv weiter und dann ins Gehirn. So nehmen wir Bilder wahr. 14. Das ist der Sehnerv. Er ist für den Lichtreflex verantwortlich. 15. Das sind die Zonulaphasen. Sie stabilisieren die Linsen. Das Problem bei Dominik ist, dass sein Glaskörper zu lang ist. Dadurch ist das Bild auf seiner Netzhaut unscharf. Er kann es mit einer Zerstreuungslinse korrigieren und sieht danach mit einer Brille wieder scharf. Nach der Schule geht Dominik zum Optiker und kauft sich eine schöne Brille mit Zerstreuungsgläsern. Luisa macht den Sehtest als nächstes. Bei ihr stellt sich heraus, dass sie weitsichtig ist. Das heißt, dass sie Gegenstände in der Nähe unscharf sieht und dass der Glaskörper zu kurz ist. Sie kann es mit einer Sammellinse korrigieren und geht ebenfalls zum Optiker, um eine Brille zu kaufen. Luisa und Dominik bedanken sich beim Optiker für die Brille und den Sehtest. Nun sehen sie alles wieder scharf. Nach diesem Tag gehen sie stolz nach Hause, da sie nun viel Wissen haben über Fehlsichtigkeit, genau wie du.